Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2, beziehungsweise zur nächsten Session. Wir waren jetzt hier auf dem Schiff hier stehen geblieben. Die Harbinger sozusagen. Das ist der Kommandodeck, beziehungsweise da wollen wir jetzt ja hin. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal weiter hier. Mir ist gerade, bevor ich das Spiel starten konnte, zweimal der Rechner abgestürzt. Das heißt, so anscheinend ist das Spiel nicht mehr so ganz kompatibel. Die liegen ja jede Menge Leichen rum. Navigationscomputer, guck mal hin, wo wir da hin können. Reparieren. Umleiten oder hacken? Ein Teil, eine Sonde. Was haben wir denn mehr? Teile? Sonden haben wir gar keine mehr, das heißt, ich brauche mal ein Teil. Orbitalkarten für Peragos Asteroidenfeld laden. Machen wir das doch mal. Runtergeladen, überprüfe die Logs. Notsignal. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die Karte uns erstmal geholt. Speichern wir an der Stelle nochmal ab. Und dann schauen wir, was es noch so gibt. Teile, Computersonde, Reparaturkit, Ichani, Kampfpanzer, okay. Dann rein da. Hier liegen überall Leichen rum. Einfach mal auch überall Türen. Okay, da sind wir. Da sind wir irgendwo ein Gegner. Oh! Hallo! Kommt ihr denn auf einmal her? Konzentriert euch! Hab ich ja gar nicht gesehen. Ob wir sonst irgendwas machen können? Nee, ne? Looten können wir die auch nicht. Aber ich gehe, glaube ich, erstmal doch da lang. Weil da wollte ich ja ursprünglich auch lang. Speichern wir an der Stelle nochmal ab. Und dann. Gehen wir hier rein. Okay, wieder irgend so ein Zeug. Oh, die Kiste müssen wir aufschlagen. Gut, wäre es für wenn die anderen auch mithelfen würden. Ich denke mal, so viel Luxus kriegen wir hier nicht. So, irgendwas zerbrochen ist nur ein Kampfanzug. Okay. Oh! Jetzt aber die spawnen ja wirklich erst später. Das ist, glaube ich, unsichtbar oder so ähnlich. War eigentlich noch so. Machtschrei haben wir auch noch. Können wir den Typ hier also anschreien hier so, zack. Ohoho. Ja, genau, renn darum. Rettungskapsel, wollen wir da rein? Ich mach erstmal nur die Kiste hier auf. Quest und Reparaturkit. Gut, dann würde ich mal sagen, nehmen wir einfach mal die Rettungskapsel hier. Verriegeln können nicht genutzt werden. Ach geil. Dann müssen wir die wahrscheinlich erst später nutzen. Aber hier ist auch noch eine Kiste. Die wir noch nicht leergeräumt haben. Medikit und Chemikalien. So, was gibt's denn sonst? Ist da auch noch was drin? Nee, leer? Auch leer. Dann gehen wir den anderen Weg, der es hier noch gab. Speichern wir nochmal ab. Und dann gehen wir einfach mal hier so lang. Durch die Tür. Magnetisch verriegelt und kann nicht geöffnet werden. Okay. Das heißt, wir können da auch nicht lang. Dann versuchen wir es nochmal ganz am Anfang. Und zwar hier. Indem wir mal hier in die Richtung gehen. Das geht. Es geht gar nicht. Die Tür ist kaputt irgendwie. Kommen wir denn vielleicht dadurch? Ja, mit Gewalt werden wir wahrscheinlich schon durchkommen. Die Tür gibt auf jeden Fall sehr schnell nach. Yep, da kommen wir auf jeden Fall rein. Hier ist noch ein Spind und da ist auch noch eine Tür. Vielleicht müssen wir auch hier erstmal weiter. Das dauert ja ewig hier. Habe ich noch irgendwas anderes, was ich nutzen kann? Nee. Wir haben wirklich nur diese Mine, aber ist auch egal, das Ding ist eh gleich auf. Zack. Credit Chemikalien und irgendwas kaputtes. Boah, schon wieder der Typ, der einen kaputt schlagen muss. Ich wüsste jetzt zwar nicht, dass man so eine Tür mit so einem Schwert kaputt schlagen kann, aber ja gut. In Star Wars ist eben alles möglich. Übrigens ist es ein altes Spiel, da kann man sowas noch gut sehen. Na komm, jetzt triff auch mal. Bams. Okay, speichern wir nochmal ab. Ihr seht, ich speichere relativ oft ab. Aber auch nur deswegen, weil ich Schiss habe, dass nachher das Spiel abstürzt und nachher alles weg ist.
Sith-Killer. Ach so, da seid ihr. Jetzt habe ich auch wirklich nur gesehen, weil das bei der Text da schon stand. Klären wir die Sache. Okay, ich habe angestellt, hat sich zwar gerettet, aber. Und wir kommen trotzdem durch. So, Besprechungsraumkonsole. Ich gehe aber erstmal nochmal ganz an die Kiste da hinten. Komponenten und Credits. Nehme ich immer gerne mit. Besprechungslogs überprüfen. Okay, brauchen wir aber glaube ich auch erstmal nicht. Für die ganzen Logs, die will ich jetzt eigentlich alle nicht durchgehen. Das wird mir jetzt ein bisschen zu lange dauern fürs Video jetzt hier. Ich speichere hier lieber nochmal ab. Und gehe dann doch weiter lieber. Gucken wir uns auf die Karte, wo wir jetzt sind. Ah. Okay, weil hier ist glaube ich die andere Tür gewesen, wo wir nicht durch können. Gehen wir also jetzt erstmal hier lang. Was ist da? Zu den Crew-Quartieren. Achso, hier Pause gedrückt. Wundert mich schon. Ich dachte, das Spiel hat sich jetzt aufgehangen oder so, oder der Rechner ist wieder abgestürzt. Aber zum Glück nichts von beiden. Und wenn der Rechner nämlich jetzt bald nochmal abstürzt, dann sehe ich hier bald eine Überlegung, ob wir das irgendwie anders lösen müssen. Denn langsam wird es nervig, weil beim Start ist mir der Rechner zweimal abgespielt. So ist nicht der Rechner, sondern beim zweiten Mal ist mir nur das Spiel abgeschmiert und nicht der Rechner. Beim ersten Mal war der komplette Rechner. Da kann ich die anderen eigentlich irgendwie dazu bringen, auch mit drauf zu ballern. Ah ne, guck mal, der hat ja auch Sicherheit hier. Vielleicht kriegen wir die auch so auf. Das verdammte Ding ist blockiert. Nee. Können wir nicht öffnen, so. Ups. Was gibt es? Sag einfach Bescheid. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Warte mal, ihn hier will ich wieder spielen. Mich. Wenn alle gleichzeitig drauf ballern würden, wäre es eigentlich perfekt, ne? Ja gut, Credits und irgendwas kaputt ist. Und das Ding können wir zumindest direkt öffnen. So, was ist drin? Kampfanzug. Wir speichern nochmal ab. Hier seht ihr, ich speichere so oft, weil ich einfach Schiss habe. Oh. Dann geht's schon in den nächsten Raum. Alles klar. Gott, schon wieder so viele Räume hier. Überall diese Spinde, die man aufmachen muss, beziehungsweise diese Kisten. Ich weiß nicht, warum die jetzt Spind nennen, weil für mich ist es eine Kiste. Für mich ist das hier kein Spind. Oh, das ging jetzt schnell. Ein schwerer Blaster, okay. Könnte ich vielleicht den Gefährten oder so geben. Gehen wir nochmal hier rein. Okay, das gleiche in grün. Guck mal, hier steht auch noch eine Kiste. Credits. Okay, da können wir gar nicht ran an die Kiste. Oh. Was haben wir denn hier? Geht es euch gut? Das war mein Zimmer. Das war dein Zimmer? Wann? Bevor ich das Bewusstsein verlor und auf Peragus erwachte. Wir haben nicht viel Zeit. Was ihr auch vorhabt, beeilt euch. Okay. Hier sollten wir auch ohne das kaputt zu machen rankommen. So, was haben wir hier drin? Verbundplatten Mark 1 Armband. Datenpad und Medikit. Du sollst dich zur Routineuntersuchung auf der Krankenstation der Habinger melden. Es läuft alles automatisch ab. Schiebe einfach dieses Datenpad in den medizinischen Computer, um deine Injektion zu erhalten. Okay. Gehen wir nochmal da in das Zimmer hier rein. Ist auf jeden Fall nicht unser hier. Ups. Speichern wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Das war jetzt hier bloß, weil ich eigentlich bloß kurz den Ton ausschalten wollte. Reparaturkit, oh Gott. Okay, so gesehen eigentlich gar nichts. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Und nochmal weiter. Immerhin hier bisher noch keine weiteren Gegner mehr. Leiche, eine Ja, warum sage ich das auch? Ich bin so blöd, ich habe den Teufel heraufbeschworen. Aber wenn ich jetzt bringe diesen Feind zum Schweigen. Das wird uns nicht lange aufhalten. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Okay, yeah. Okay, jetzt an die Leiche ran. Okay, das ist nicht zu viel gebracht. Okay, Krankenstationstür.
Medizinische Konsole. Datenpad einfügen. Prüfe Behandlungsanfrage. Sedativer Rahmen, Routineuntersuchung vor 3,5 Tagen verabreicht. Verabreichung automatisch gestoppt. Dosiswertzeug, Sicherheitsbestimmung. Bei der letzten Untersuchung wurde dir etwas verabreicht, das jeden normalen Menschen getötet hätte. Deshalb warst du bewusstlos, als die Harbinger gestürmt wurde. Okay, jemand hat vergessen, den Behandlungsbefehl nach der Ausführung zu löschen. Du kannst immer noch auf den Code-Tanks auf der Krankenstation zugreifen. Okay, identifizieren. Ja, okay. Scheint links hinter dir zu sein. Die Loks überspringe ich jetzt hier mal. Verletzungen heilen, besorge dir aus dem medizinischen Computer Chemikalien. Okay, gibt's jetzt aus. Und das war's. Alles klar. Sprechen wir nochmal ab. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Achso, hier die Kiste war das, nicht der Tank. Okay. Ich will gleich wieder den Levelanstieg machen. Kaputter Kolto-Tank. Bevor ihn aufgebrochener Boden ist mit Splittern übersät. Hier ist auch ein beschädigter Medibot. Okay, nee, das ist mir zu doof. Ja, die Droiden, die bringen meist sowieso nichts. Deswegen lasse ich die jetzt hier absichtlich auch weg. Chemikalien und Chemikalien. Warum auch immer das jetzt hier nicht stackt. Ach, guck mal, eine Werkbank haben wir ja auch noch. Dann können wir die gleich auch mal benutzen. Ob wir irgendwas machen können. Okay, wir können auf jeden Fall verbesserte Medikits herstellen. Okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür 40 und wir haben 75. Aber nee, was, wir haben im Inventar 0? Was heißt denn das? Das können wir wahrscheinlich auch alles nicht bauen, ne? Granaten? Was heißt denn im Inventar? Das ist das, was ich dabei habe? Chemikalien habe ich ja eigentlich extrem viele gesammelt. Minen gibt es ja auf jeden Fall auch noch. Irgendwelche andere Kram. Verletzung heilen 10. Kann man uns aber anscheinend noch nicht holen. Also verbessertes Medikit kann ich auch mal gebrauchen. Zack. Achso, das ist die Anzahl der Items, die wir haben. Alles klar. Okay, habe ich mir auch nochmal was hergestellt hier. Kann ich da nicht auch irgendwie meine Waffe verändern oder so? Oder irgendwas upgraden? Inventar betrachten? Jetzt muss ich das haben. Alles klar. Okay. Dann gehen wir weiter. Da geht's schon wieder irgendwo raus. Ah ne, glaube ich, sind wir hergekommen, ne? Ne, sind wir nicht, denn hier sind auf jeden Fall noch Gegner, die wir nicht besiegt haben. Stirb! Warte, ich guck mal kurz nebenbei mal auf die Karte, wo wir denn, wir sind hierher gekommen. Wo ist das hier? Maschinendeck. Oh. Ich denke mal, dass wir da mal hin müssen. Yeah. Bevor ich das mache, sehe ich mich natürlich hier noch ein bisschen um. Stirb! Das ist bestimmt das eine oder andere, was ich noch mitnehmen kann. Was ich sonst bestimmt wieder vergesse. Naja, dann 20 mal in den Kommentaren sehen. Wie konntest du das bloß übersehen? Wie konntest du das bloß übersehen? Okay, jetzt ein Turbolift, da geht's dann raus. Okay, das will ich aber noch nicht. Ich guck mich hier lieber noch ein bisschen um. Hier sehe ich keine Gegner bisher. Schwer eine Tür. Die führt in nichts. Oh, ich wusste, dass die Gegner sind. Stirb! Ich hab noch mehr davon im Angebot! Yeah! Ich hab noch mehr davon im Angebot! Wovon denn? Ich hab noch mehr davon im Angebot! Ich mach dich fertig! So, was du da? Der quatscht ja fast schon so viel wie die Gefährten in der Svetor. Okay, jetzt hat er aufgehört. Yeah! Was, wenn das hier auch wieder nicht stacken kann? Das stört mich so ein bisschen. Okay, 6 war relativ gut. Das war gar nichts. Okay, das war wieder gut. Komm schon. Ich sagte, komm schon. Jawohl. Oh. Wieder so eine Leiche hier und jede Menge Droiden. Droiden-Wartungsdatenpad. Droiden-Wartungslog. Ich weiß nicht, ob dieser neue HK-50-Droide ein Fluch oder ein Segen ist. Als der vorherige Protokoll-Droid zerstört wurde, nachdem er versehentlich die Mine aktiviert hatte, war dieser HK auf einmal da. Das Problem ist, dass der Befehl alles andere als zuverlässig ausfüllt.
Die meiste Zeit weiß ich nicht einmal, wo er ist. Angeblich wurde er in den Quartieren der Crew beim Admiral in der Wartung und sogar auf der Krankenstation gesehen. Okay, Wartungsdroide deaktiviert. Scheint sabotiert zu sein, okay. Gucken wir, wo es hier hingeht. Aber jede Menge Leichen auf jeden Fall liegen hier rum. Bestimmt doch wieder der ein oder andere Gegner hier. Okay, hier ist schon wieder eine Schutztür. Das heißt, der führt uns aber wieder nur hier zurück. So, das heißt, es ist jetzt hier irgendwie nichts mehr haben. Jetzt können wir mal rausgehen. So. Also können wir jetzt erstmal hier beruhigt den Fahrstuhl nehmen. Um dann abzuhauen. Zum Maschinendeck. Das gefällt mir gar nicht. Würdet ihr endlich damit aufhören? Spürst du es denn nicht? Hier geht bald etwas ganz gewaltig in die Hose. Woher wisst ihr das? Man überlebt im Rim nicht so lange wie ich, wenn man nicht spürt, wenn es Ärger gibt. Ist es die Intuition eines Feiglings? Okay, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Vertrau mir. Wenn es darum geht, am Leben zu bleiben, irre ich mich nur selten. Also spürt Dinge, die ihm gefährlich werden können. Wenn er ein Geschlechtsgefühl hat, solltest du das Spiel also speichern. Okay. Zack. Machen wir das direkt mal. Daran sind wir ja so oder so ein Meister. So, hier sind überall nur Kisten, da können wir nicht weiter. So, warte mal, wo sind wir jetzt her? Wir sind von da gekommen. Also, hier scheint es wohl ein bisschen etwas schwieriger zu sein. Ich werde die anderen gleich hier mal vom Level upgraden. Das ist nicht... Was heißt denn automatisch? Ja, ich dachte dann automatisch heißt, dass es dann wirklich auch automatisch macht. So, ich speichere nochmal, dass ich das nochmal machen muss. So. Bisher sehe ich hier außer ein flackerndem Licht jetzt nicht so viel. Wer bist du denn? Ich kümmere mich um ihn. Ich kann auf mich aufpassen. Okay, wenn du das sagst. Er kann nichts töten, was er nicht sieht. Die Macht hat ihn vor langem schon geblendet. Lauft, ich komme nach. Alles klar. Dann mal viel Spaß oder viel Glück. Wenn man das so sagen darf. Wo geht's denn hier lang? So schwer gegen so eine Tür. Warte mal, speichern. Schutz, wir sind noch zu zweit. Okay, was haben wir hier? Kisten. Aber nur diese hier können wir öffnen. Da ist auch wieder eine Werkbank. Achso, Werkbänke und diese Lagerstation was anderes. Achso. Objekte aufrüsten. Haben wir nichts. Okay, da fehlt aber jede Menge Zeug noch. Guck mal hier. Hallo, warum kann ich das nicht nehmen? Okay, es geht nicht. Dann müssen wir wohl erstmal hier raus. So. Sonst ist hier aber gar nichts, außer den paar Kisten hier, ne? Die Kiste ist leer? Nö, das ist nur ein großer Gulli hier. Was, heilen kann ich mich auch? Seit wann kann ich denn das? So, rein da. Was muss man so eine Funktion geben, dass man schneller Fähigkeiten ausführen kann? Boah, 10 war gut. Oder dass man das hier in Warteschlangen tun kann, weil wenn ich jetzt hier spamme, dann macht er gar nichts. Okay. Okay, wieder ein Terminal. Medikit. Und irgendwas anderes. Da ist gar nichts dran. Das muss schon wieder aufschlagen. Zack. Okay, Medikit Vibro-Klinge auf jeden Fall. Trifex-Wartungskonsole, schauen wir mal hier. Ein Teil, ja, Ersatzteile haben wir eigentlich am meisten, machen wir das hier, Wartungssystem umleiten. Drucktür zum Ionenantrieb öffnen.
Okay. Und können wir auch abmelden, so. Die Frage ist, wo ist das jetzt? Andere Richtung, ne? Wahrscheinlich erstmal hier weitergehen. Weil die andere Richtung ging ja nicht. Da war ja nichts. Okay, langer Gang. Jetzt wird's hier rot. Da scheint der Maschinenraum, da ist nichts. Hätte ich auch irgendwie auf der Karte sehen können, aber ich schaue lieber nochmal nach. Vielleicht wieder noch eine Kiste oder so. Okay, das ist wieder ein Terminal. Triebwerkswartung aktivieren. Achso, können wir jetzt da auch rein. Alles klar, abmelden, Luke geöffnet. Erfahrungspunkte kriegen wir auch nochmal dazu, speichern wir auch nochmal. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2 ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und wenn du in die Mitte klickst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.